Weihnachten 2012 ist vorbei. Wie hier in Straubing werden vielerorts die Christkindlmärkte abgebaut. Vom Weihnachtsgeschäft erwarten sich die Einzelhändler aber auch in den Tagen danach noch einiges. Es ist sehr stark mittlerweile nach wie vor im Kommen, dass also sehr viele Gutscheine vor Weihnachten gekauft werden. Und dementsprechend werden die jetzt in den nächsten 2 Wochen eingelöst. Auch deswegen, weil einfach schon reduziert wird. Das, was gekauft wurde, entweder passt der Ring nicht oder die Kette ist zu kurz oder zu lang. Die Uhren müssen angepasst werden, weil die Bänder in der Regel immer zu lang sind. Das ist etwas, was heute momentan unser Haupt, nicht Geschäft, also das gehört zum Service dazu. Das ist eigentlich der heutige Tag. Das wird dann in den nächsten Tagen ruhiger. Das Umtausch natürlich, wenn was nicht gefällt, ist ganz klar. Wir sind aber auch noch von der Ware her so gut bestückt, dass mit Sicherheit jeder noch was findet. Im Großen und Ganzen können die Einzelhändler in der Region mit dem Weihnachtsgeschäft aber auch jetzt schon leben. Selbst wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Der Branchenverband HDE spricht gar von einem bundesweiten Rekordumsatz von über 80 Milliarden Euro. Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Es war nicht das, was wir in den letzten Jahren gehabt haben. Aber uns war auch klar, dass wir dieses Jahr diesen Umsatzboom, den wir letztes Jahr der Einzelhandel einfach auch gemerkt hat, nicht mehr erreichen werden. Ja, insgesamt war es gut. Natürlich waren die Samstage immer sehr unterschiedlich. Ich sehe es so wie das Wetter. Also es war einfach einmal sehr gut und einmal etwas weniger gut. Wie jetzt zum Beispiel am dritten Samstag, wo wir halt am Anfang sehr viel Glatteis hatten, da ist erst Mittag angegangen. Die Euro-Krise habe sich in Niederbayern nicht bemerkbar gemacht, wohl aber das boomende Internetgeschäft, das die Einzelhändler immer öfter vor Probleme stellt. Das ist etwas, was uns mittlerweile auch richtig wehtut. Und wir merken das auch tagtäglich, wenn die Uhren und die Schmuckstücke zu uns kommen und wird dann im Internet gekauft, aber wir sollen dann die Bänder kürzen, die Ringe anpassen, die Ketten herrichten. Nochmal eine Frage an unsere Kunden: Was wäre, wenn es uns nicht mehr geben würde, wenn man nur noch im Internet kauft? Bis Silvester läuft das Weihnachtsgeschäft offiziell noch. Und für Spätentschlossene ist jetzt auch schon der ein oder andere Nachweihnachtsrabatt drin.